Alter. Ah, wir haben sogar noch Invar Ingots. Das hat mich echt traurig gemacht. Ja, perfekt. Und dann halt 10 Stück. Oh Gott, oh Gott. War ich? Alles gut, Peter? Boah, ab Halle, Alter. Alles gut. Peter! Das bin ich nicht! Das war Itzy! Ich schwöre, ich hab damit nichts zu tun! Itzy! How dare you, Itzy! Itzy! Shame on you, Itzy! Shame on me, so! Peter? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft gleich, meine Freunde, mit dabei sind I'm über coming das Team home. Easy. I'm coming. Das Team Was Easy, ist denn jetzt los, Alter? Das Team Paluten. Hi. Team Paluten, hi. Das Team Edgar. Ja. Team Sturmwaffe, was geht's? Hi, Team Sturmwaffe. Edgar ist auch immer noch da. Hi, Edgar. Der Frech. Hi. Ach, der Frech, Alter. Der Clash, der war letztes Mal auf jeden Fall ziemlich heftig. Wie habt ihr das erlebt, Leute? Wie war das für euch? Erzählt mal. Ja, heftig. War Peter, geil. Kommst du? Ja, heftig. Also erstmal habe ich mir erstmal Game Mode, bin ich die ganze Zeit. Ach da, hi. Alles klar, Dena, okay. Aber war sehr geil, der Clash, ja? War also bis, geil, bis dann, darauf, ja, bis auf, naja, war doch scheiße, ja. Peter, ich hab dir hier die Sachen hingeworfen, Freddy, move mal. Ah, okay, ich wollte schon. Move! Achso, ja, mach ich. Get out, way! Easy. Okay, okay, dann move wir mal. User left your channel. Okay, okay, alle sind gemoved. Okay. User joined your channel. Ja, Peter, ich hab Angst. Ich hab richtig die Angst. Die werden kommen, die werden kommen. Ja, aber das Ding ist, du hast doch eigentlich Protection. Weil eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das läuft, weil eigentlich dich dürfen sie hier in der Base ja nicht mal angreifen. Das stimmt. Ja, eigentlich ist es total, dann dürfen sie dich, ja gut, passt auf jeden Fall. Ja so. Gut, dann kann ich die einfach töten. Ja, so in Anführungszeichen könntest du das. Weil ja, wir werden jetzt uns auf jeden Fall noch ein Magma Crucible versuchen zu bauen. Dementsprechend werde ich jetzt nämlich mal kurz um die Lead Ingots kümmern. Du könntest. Was soll ich machen? Du holst gleich Cracked Sand. Vor der Base, da komme ich mal mit. Hol dir auf jeden Fall eine Waffe. Ja, ich habe ein Sword. Also, ich gehe schon mal raus. Ja, yeah, okay. Bis gleich. Ja, warte, ich komme lieber mit. Ich habe Angst, dass die mit dem Heli kommen. Bau mal dann schnell draußen den Cracked Sand ab. Hast du eine Spitzhacke? Ja. Okay, perfekt. Mann, Palle, Alter. Ich bin noch ein alter Profi. Natürlich, nee, ich habe ja nur Angst um dich, Peter. Das ist ja. Ich brauchst du keine Angst haben. Okay, das letzte Mal hast du einen Headshot kassiert, Peter. Ich hatte Angst, Alter. Also, auf einmal, ich bin tot. Da hatte ich ein bisschen. Ja, ich war auch sehr traurig, weil ich war so gut im Flow heute, also gestern und Alter. Ah, wir haben sogar noch Invar Ingots. Das hat mich echt traurig gemacht. Ja, perfekt. Und dann halt 10 Stück. Oh Gott, oh Gott. War ich? Alles gut, Peter? Boah, ab Halle. Alles gut. Ja gut, ich weiß gar nicht, warum ich mich aufrege. Ich hab's von Protection. Ja. Aber ich hatte Angst. Mein rechter Monitor ist gerade ausgegangen. Jetzt ist er wieder an. Okay, warte mal. Ja, weil du geschossen hast, das hat er ja nicht ab. Das kann er nicht ab. Er mag keine Gewalt. Ja, scheinbar. Invar. So, ich hab ein ganzes Stack jetzt, Cracked Sand. So, Invar Gear. Nochmal ein. Okay. Und du weißt ja, du musst dann immer einmal mit einem Bottich Wasser da drauf kloppen. Und. Wo drauf? Du nimmst ein Bucket mit Wasser, packst ein Cracked Sand mit da rein und dann kriegst du Sand. Weil wir brauchen nochmal ein bisschen Glas. Ja, okay, das weiß ich. Aber okay, haben wir keinen Sand mehr in der ME-System? Ja nicht, wir haben nur noch 7. Ich bin drinne, Palle, ne? Komm wieder rein. Okay. Ja, ich bin auch drin. Ich bin auch gar nicht mit dir rausgegangen. Du meinst ja, du kriegst das alles locker easy so, alleine hin. Aber okay. Deshalb dachte ich mir so, kein Problem, Peter macht das. Ja, Leute, ey, der letzte Clash war auf jeden Fall sick. Es war mal wieder dominiert von Snipern, aber am Ende war es wohl irgendwie so, dass Team Dizzy durch dieses Explosive Ammo von den anderen ganz gut angehittet war. Und dementsprechend gab es dann dort ganz gut was für uns zu holen. So, ich mach nochmal Lead Ingots, die brauche ich nochmal. So, zack, Magma Crucible. Reception Coil haben wir. Wir haben das Invar, haben wir auch. Nether Bricks, dann brauche ich noch den Machine Frame, dafür brauche ich Tin und eben das Glas. 4 Iron und so ein Tin. Zack. Jetzt muss ich kurz gucken. Zack. Tin. Zack. So, noch ein Tin Ingot. Zack, einmal. Dann brauche ich noch mal ein bisschen. Schön aufpassen, ey. Ich habe Angst, dass die jetzt wieder kommen. Ja, Palle, alles gut. Ja. Alles gut, Palle. Wir können sie nichts. Naja, bei mir. Mich können sie wegballern. Palle, aber das ist doch gut. Dann töte ich die ganze Zeit. Dann töte ich die ganze Zeit. Okay. So, ich guck mal, ob wir jetzt hier schon direkt das Glas perfekt. Vertraue auf meine Stärke. Ich vertraue immer auf deine Stärke. Aber mit 2 Magma Crucibles wäre fresh, ey. Weil dann können wir da richtig gut was produzieren. Wäre gut. So, jetzt haben wir schon mal den Machine Frame.
Und dann baue ich nur noch den Leadstone Energy Cell, Block of Redstone, Lead und dann nochmal 4. Hast du denn schon ein bisschen was gemacht? Ich habe jetzt 6 Sand. Okay, pack die dann mal direkt da vorne rein. Wir haben auch gar kein Wasser mehr, ne? Doch, doch. Hä, wieso ist denn hier das komplette Wasser weg? Ich weiß es nicht. Hä? Das geht doch gar nicht. Ich hab's wieder aufgefüllt. Ja, ja, füll das auch mal hier. Wir brauchen eigentlich eine unendliche Wasserquelle. Dann hol das Wasser da oben auch nochmal irgendwie. Hä? Das geht doch. Ich hab mich auch gewundert, als das Wasser... Weil wir haben eigentlich eine unendliche Wasserquelle gehabt. Das ist echt ein bisschen strange, aber was willst du machen? So, packst du es gerade rein? Ist es hier irgendwo drin? Ich glaube, hier ist. Oh. Achso, ja genau. Zack, ja, das sollte hier am besten rein, damit das direkt durchbrät. Weil dann baue ich 4 und dann haben wir den Kram. Du willst direkt Fiberglas machen. Nether. Oh nein, hä, wo sind denn unsere Nether Bricks? Ach doch, da, oh. Hast du eigentlich meinen Cracked Sand jetzt damit aufgehoben? Ja, ich hab deinen Cracked Sand ist hier. Werf ihn mir zurück, bitte. Ja, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel, weil wir brauchen erstmal, wenn wieder unsere das unendliche ist mein Wasserquelle. Die Was unendliche du? Wasserquelle geht die ganze Zeit weg, Alter. Ja, das ist ja auch keine unendliche Wasserquelle mehr, weil es normalerweise 4 Dinger sein müssen. Die ist ja, wie gesagt, nicht mehr unendlich, weil keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Wir müssen uns jetzt erstmal hier drum kümmern. So. Ich brauche erstmal was zu essen. Ich bin noch was zu essen hier, oder Fleisch? Zack, Invar, Leadstone, Energy Cell. Okay, pass mal kurz auf. Ich weiß, wie gesagt, ich habe Angst, dass die halt trotzdem da rankommen können. Ich weiß nicht, wie wir da verblieben sind mit den Sachen. So, Redstone Block. Okay, Leadstone Energy Cell. Ja, ich würde mal sagen, wenn die mich töten, dann gibt's eine dicke, saftige Strafe. Dann gibt's. Direkter Ausschluss von Clash, für immer. So, ein Redstone Coil. Und noch die beiden Invar Gears. Perfekt, dann haben wir den zweiten Magma Crucible. Das ist perfekt. Dann könntest du noch 2 2 Generatoren craften. Ja, mach ich. Das wäre echt gut. Ich gucke jetzt nochmal, wie viel Dust wir haben. Okay, wir haben noch 34 Glowstone. So, dann hole ich mir erstmal Cobblestone. So, aber pass auf, Palle, ich bin dann jetzt selber am Craften, ne? Da musst du auf dich aufpassen, mein Freund. Ich gehe sonst einfach mal kurz hier hoch. Oh, wie viel Cobblestone wir einfach haben, Alter. Na, Cobblestone hat man immer relativ viel. Weil wenn wir die beiden Generatoren haben, ich habe nämlich auch noch einen Tank gemacht. Ja, ich muss jetzt erstmal die Pistons machen. Okay. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Okay. So, jetzt brauche ich noch Iron. Haben wir Iron? Iron haben wir auch noch. Hier sieht momentan... Sobald du irgendwas hörst, sag mir einfach Bescheid. sag mir einfach Bescheid. Bist heute extrem locker drauf, Peter. Bis heute, weißt du, Livende wieder locker. Also jetzt, wo wir ein paar Aufnahmen gemacht haben, werde ich auch mal lockerer. So weiter. Ach, ja, diese Lockerheit hätte ich auch gerne manchmal. Ja. Die ist... Das wäre halt ist noch schön, cool, oder? Warte mal. Ja, die ist tipptopp. Oh, da haben wir auf jeden Fall schon richtig viel. Oh, da 3300 destabilized Redstone haben wir. Das ist fresh. Ich werde mal, während du hier oben den ganzen Kram machst, werde ich mal die Spawn Protection ausnutzen, weil sie können uns ja auch schlecht ausrauben, weil du bist ja in der Base und hast den Respawn-Schutz. Da werde ich gucken, dass ich unten, achso, hier bin ich jetzt wieder in dem anderen Ding, ist aber auch Tomato Tomato, dass ich dann hier unten mal nochmal ein bisschen was farme, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen Sulfur oder so bekommen. Ich gehe mal dann direkt von hier aus einfach runter. Dass wir dann da vielleicht nochmal ein bisschen Glück haben, weil Redstone bräuchten wir auch nochmal ein bisschen was. Das wäre halt richtig nice. Das wäre echt nice. Müsste sich dann auch in Zukunft echt mal vielleicht... Ach, ich habe keine Fackeln. Oh, crabby crap crap. Dass man sich darum kümmert. Was denn? Es gibt zum Beispiel auch diesen ganz krassen Armor. Da stirbst du halt nicht. Damit bist du so mega unbeweglich. Juggernaut-Rüstung gibt es zum Beispiel. Ah, okay. Ja, cool. Oh, shit. Ich habe schon wieder... Ach, tut mir leid, Peter. Oh, Palle, Mann, ich krieg einen Herzinfarkt. Es tut mir leid. Das ist deine Lockerheit, weißt du, heute? Nee, das ist meine Unvernunft. Ich weiß nicht was. Ja, ich hänge dann immer da dran. Ich habe Angst. Was macht dieser Junge? So, 16 Fackeln sollen jetzt erstmal reichen. Ein bisschen Redstone bräuchte man halt, weil um dieses Blaze Powder immer zu machen, braucht man halt relativ viel davon. Und das wäre dann halt schon wichtig. Mann. Man muss natürlich auch überlegen, dass man vielleicht in nächster Zeit auch guckt, dass man... Wenn es zum Clash kommt zum Beispiel, okay, die ist gerade kaputt gegangen, dass man dann versucht, sich einfach einen Heli zu machen, weil jeder, der dann oben sich vercampt, der hat halt dann ein großes Problem, weil dann kannst du sie gut mit dem Heli wegfraggen. Naja, das ist eigentlich... Das muss eigentlich die nächste Stufe sein, dann mal auf Jagd zu gehen,
Aber der Heli, die waren immer, also ich bin jetzt nicht der beste Heli-Pilot, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist so hat man ja auch öfters mal gesehen. Ja, das waren ja, oh, das ist noch ein bisschen Iron. So, wo soll ich die hinsetzen, die Generatoren? Achso, ja, warte. Komme ich gleich nach oben. Bei den Magma Crucible habe ich, glaube ich, bei mir drin. Ja, muss ja. Ne, den habe ich, glaube ich, sogar ins ME-System gepackt. Okay, dann hole ich den direkt da raus. Ja, genau. Du siehst auch die Konstruktion, wie sie schon bei unserem Magma Crucible ist, richtig? Ich weiß, wie das ist, aber der ist hier nicht dran. Hä? Bin ich blind oder blöd? Oder beides? Bin ich blind? Oh, ich oder? Bin blind, blöd und beides. Bin ich blind oder blöd? Ja, die Kommentare sind wahrscheinlich mal wieder ein bisschen bananas gegangen gerade. Kannst du nur so doof sein? Da gibt's ja, boah, ey, bei Clash gibt's immer die krassesten Beleidigungen. Das ist auch der einzige negative Punkt, den ich an diesem Projekt wirklich teilweise sehe und anmerken müsste, dass Leute das zu ernst nehmen, Leute wirklich aufs Gröbste beleidigen. Und Hühnchen, hi! Süß, oder? Der ist wirklich sweet. Das ist General Dieter. Das ist als Baby, das ist sein Sohn. Ja. Warte mal, wir setzen General Fritzchen ist er. Hier ran. Zack, ich hol mal kurz den einen Tank. Wo hast du den Magma Crucible? Ach, da hast du ihn hingesetzt. Perfekt. Zack. Genau, dann pack die beiden Generatoren so, wie sie bei den anderen auch sind. Das ist richtig, das ist gut. Sicher? Den anderen packst du dann hier hin. Genau, und dann ja, kommt der eine Tank. Kommt dann, zack, hier hin. Dann müssen wir jetzt nochmal kurz einen Block of Coal machen. Haben wir denn genug Kohle? Oder soll ich eben kurz unten craften? Ne, ein bisschen habe ich noch. Ich pack den hier kurz hier rein. Zack. Weil der zündet dann richtig lang durch. Irgendwo einen Mob gehört. Hast du noch ein bisschen Kohle? Nee, müsste ich farmen gehen. Ja, warte, vielleicht haben wir hier drin noch was. Irgendwo ist hier Mob, Vorsicht. Ah, das ist Pulverized Coal. Dann gehe ich nochmal, ich gehe mal ganz fix nach unten. Hey, Fritzchen, was machst du da? Das ist Fritzchen. Du bist auch so ein Fritzchen. Ja, Fritzchen, das kleine Huhn. Okay, komm schon, hier müssen wir doch noch mal ein bisschen irgendwo Coal in der Wand oder so. Ja, unten, direkt unten, Alter, da ist ganz viel Coal. Na, genau, ich hatte da vorhin einmal schon geguckt, da war aber leider nichts mehr. Bei dem anderen, obwohl ich geh lieber den anderen Weg runter, weil da habe ich noch ein bisschen was, glaube ich, liegen lassen. Weil wenn wir die beiden laufen haben, dann produzieren wir letztlich so viel Blaze Rods, dass wir dann in der nächsten Folge einmal noch in den Nether müssen. Das müssen wir einfach riskieren und dann dort... Okay, und dann dort ein bisschen Glowstone Dust farmen. Und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. So. Warte mal, Nee, hier muss ich runter, okay. Oder war ich bei dem anderen? Ach, egal, YOLO. Ich bin jetzt hast du den, ach, Mann, hast ich du bin den so jetzt doof. Alles oder was? Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin gerade einfach wieder zu verbacken. Machen die so auch wieder oft, wie du jetzt gesagt hast, ich bin doof, Alter. Ja, ja, haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück? Nee. Zack. Mann, unsere Farm runter. Ist auch so richtig elendig irgendwie. Unsere was? Unsere Farm. Ich muss ja, unsere Essensfarm ist wirklich ein bisschen traurig. Ja, das Problem war, dass wir einmal leider alle Karotten rausgekloppt haben. Ja. Alle Potatoes. Und dadurch hatten wir dann dahingehend ein riesiges Problem mit den Potatoes. Das war halt so ein bisschen unnicer Dicer. Und dann, ja, kommen wir die halt, weil man könnte gucken, dass man einfach nochmal, wenn wir das nächste Mal Fiberglas oder so suchen gehen. Ja. Dass man dort einfach wieder ganz, ganz viele Tiere versucht zu snacken. Das müsste man dann aber gucken, dass man wirklich das während eines Tages macht. Damit man dann einfach schnell dahin kommt, einmal kurz ein paar Tiere töten, weil wir wissen ja, nachts ist dort nicht gut Kirschen essen. Das muss man einfach mal so sagen. Da ist das stimmt allerdings. Echt immer ziemlich krasse Masse. Okay, hier haben wir ein bisschen Pulverized Coal, können wir uns dann sogar auch noch extra machen, weil die ist ja dafür eben auch super, super wichtig. So, jetzt schnell mal nach oben. Oh, ich habe auch schon wieder richtig Kohldampf und nichts gegessen. Ich habe mir eben Brötchen gemacht. Oh, ein Brötchen? Ich hatte gestern hatte ich so ein Panini. Das war auch sehr, sehr lecker. Das ist so eine Art. Die sind echt lecker. So wie so eine Art Baguette und so. Ne? Ja, genau. So, wie so eine Art Ciabatta-Brot oder sowas. So. Zack, zack. Haben wir hier noch mal? Ja, meine Freundin war gestern hier, die hat gekocht. Oh, das ist natürlich praktisch, ey. Erbsen und Möhrchen, Alter. Oh, hab ich schon lange nicht mehr gegessen. Okay. Da ist so Bock drauf. Der andere, kriegt der denn schon Strom? Ja, der kriegt sogar schon Strom. Der hat auch schon ordentlich was bekommen. Kommt jetzt hier der andere Block auf Kohle rein. Dann kann man hier nochmal auch ein bisschen Redstone reintun. Oh ja, Redstone haben wir echt nicht mehr so viel.
Da müssen wir auf jeden Fall nochmal. Okay, ja, auch kein Ding. Palle, du könntest eigentlich auch die ganze Zeit, wenn du was brauchst, jetzt einfach unten farmen gehen und ich kann hier oben stehen bleiben. Ja. Wenn jemand kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, jetzt ist sowieso schon bald Ende Gelände. Ich muss jetzt gleich gucken, ob der es hier jetzt tankt, das alles richtig macht. Hier haben wir noch den Rest hier. Wir müssen. Hier ist 1000 Destabilize drin. Du könntest mal dir ein Bucket schnappen. Ja. Und schon mal alles ummodellieren. Warte mal, wie viele Minuten sind wir eigentlich noch? Also, du nimmst den Bucket, du nimmst den. Ja. Oder nimmst den Bucket, nimmst das hier raus. Ja. Einfach Rechtsklick drauf, dann ja, füllt er sich. Ja. Und dann packst du das hier in den. In den Fluid Transposer, packst das Glowstone da raus. Pack das mal da raus. Ja. Und jetzt packst du den Bucket da rein, wo das Glowstone drin ist. Ja. Und drückst. Zack, hast du es reingelegt? Ja, es ist drin. Hab ich da. Achso, das ist. Ist der Bucket wieder leer? Ja, genau. Und, jetzt, und so machst du das dann immer genauso. Packst es da rein. Okay, das ist genau meine Arbeit. Ja, das ist die. Okay, perfekt. Dann gehe ich nochmal ganz kurz runter. Ja, das Problem ist, die Folge ist jetzt ja auch gleich schon vorbei. Dann sollten wir uns schon mal dahingehend. Wenn wir da drin sind, wir brauchen ja echt nicht viel Zeit. Das Ding ist nur, wir müssen dann halt schnell wieder zurück. Die können sich natürlich dann auch die Waffen nehmen. Dementsprechend, ich schätze mal, gehen wir dann mit P90 in die Mitte? Ja. Oder versuchen wir mal die anderen zu überraschen? Wir bräuchten halt besseres. Unsere Rüstung ist halt mega crap. Ja, das stimmt. Oh, Rivenside left the game. It's over? Scheinbar. Ja, die Zeit ist vorbei. Oh, jetzt ist hier aber super viel. Ja, nice, ey. Wir haben 3000 davon. Krass, daraus kann man richtig viel Redstone machen. Okay. Tipptopp. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt den zweiten Magma Crucible installiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt einmal es schaffen, richtig viel Glowstone da rauszuziehen, können wir uns super viel Gunpowder machen. Und damit dann natürlich auch die wesentlich fetteren Waffen, natürlich auch Helis mit sehr, sehr viel ausstatten. Weil wir haben natürlich auch relativ viel Iron jetzt mittlerweile, was wir uns dann auch noch gut snaseln können. Ich guck mal hier ganz kurz, packen wir nochmal den Kram hier rein, nehmen das Pulverized Coal raus. Dann soll er hier nochmal ein bisschen Iron fertig machen. Zack, zack, 18 Stück. Da muss natürlich jeder sofort raus. Die anderen beiden sind auch draus. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Team Edgar versucht sein Bestes. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin uns treu. Und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Schaut bei Peter vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.